Spitzkehren gehen, beim Skitouren gehen. Ja, wenn jetzt, also im Flachen braucht man es eh nicht so, wenn es steiler wird. Man muss jetzt einen starken Spitzkehr gehen. Dann lasst man den, winkelt den um, automatisch knickt der Ski, setzt sich den, setzt den satt ein, dass der Ski steht, geht mit dem Griff ziehen und klappt da ein. Dann kann man den Ski umsteuern und bringt man jede Situation her. Wenn es da natürlich steiler ist, kann ich ihn so einsetzen und vorschieben. Und dann bin ich wieder oben. Wichtig ist halt beim Wechseln, dass ich 100% auf den Ski stehe. Genau, also mit zwei hinten, so sind wir wirklich vor, weil dann kann man, ihr seht es, dann klappt er ein. Und dann ist es vor dem Schnee, aber ihr seht es, dann geht er nicht weiter. Dann ist immer weiter. Und das gleiche die andere Seite. Der Außenski wird dann belastet, winkelt den Ski um, setzt neiche, dass er richtig belastet ist, steigt Fische, steht eigentlich nur auf den Ski, steckt in keine ruhige Alge, holt sie den her, macht er aus und schirbt ihn sie vor. So ist er drinnen. Der Vorteil mit dem Ski, je weiter hinten aus dran, weil steiler der Hang wird, desto eher komme ich euch. Ich bin jetzt auch nicht der super Uphill-Geher, da gibt es voll die Gurten, habe ich gesehen, die machen das fast schon noch senkrecht. Aber es ist halt super, weil dann muss man nicht gleich abfällen und nicht irgendwie steigen. Und wenn es steil wird, mit den Ski, was wir haben mit Rahmenbindung und so und die Borden, schnallen wir ab und dann gehen wir meistens zu Fuß. Genau, also üben.